Lol. Bam! Deine Druckwelle hat mich getötet. Oh yeah, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Bender and Mocha Show. Heute sind wir auf dem Weg zu einer Mission, die gar keine Mission ist, weil die schon gemacht worden ist. Kennst du Evils verstehen? Ja, ja. Man, alle, also man, 80% der YouTuber, man. So, in 500 Metern jetzt hier. Oh, der startet ein Helikopter, vielleicht ja. Holen wir den noch. Hier ist auch die Mission gewesen, rechts. Hier, ne, hinter. Genau da, wenn wir jetzt geradeaus weiterfährst, ja. Dann ist die Mission. Scheiße, ich glaube, der ist gerade weggeflogen. Oder er startet noch. Hört sich an wie so ein. Der startet sich noch, das ist glaube ich ein Musi, der startet. Ja. Oder der Howard. Also der nicht Howard, sondern auf dem Boden. Nein, der ist gelandet. Der ist gelandet, das wird langsamer. 300 Meter vor uns oder wo? Warte. Ja, jetzt hier anhalten, 200, neben uns, links. Okay. Ungefähr. Los. Was war jetzt so? Ich hab noch zwei. Ich hab den gelockt. Ich hab nur noch ein paar Schuss. Wenn den dreckigen Zombie. Da fährt ein da SUV. Vorne, da vorne. Ja, da vorne fährt ein SUV. Kannst du auf den. Zwei? Einer, ein Dings hier, ein Raketenabschusswagen. Auf wen sollen wir schießen? Ich schieß auf den SUV. Nichts mehr zum Schießen, Alter. Alter, ich fern, Alter, vier Autos fahren da. Jo, die haben die ganze Mission gelootet, Alter. Scheiße. Ich schaff keine Reifen kaputt zu schießen. SUV ist links lang gefahren. Die haben sich alle gesplittet. Ja. Das war jetzt was, ich hab halt so ein komisches Blinklicht auf dem Kopf. Richtig auffällig. Ich krieg das nicht mehr weg. Scheiße, Mann. Die haben alles gelootet, ey. Ja. Die zocken im Teamspeak zusammen. Steig ein. Wir können hier nicht. Wir müssen auf den Heli aufpassen. Ja. Das war jetzt was, ich hab auch nichts mehr zum Schießen. Meinen letzten 5 Schuss auf dem Dings geschossen. Ja, du schießt ja eigentlich auch nicht von der Entfernung. Ja, aber was soll ich machen? Du sagst schießen. Also schieß ich. Wir könnten eventuell den großen Laster abfangen. Das Problem ist, die haben sich jeweils mit 2x2 Fahrzeugen gesplittet. Ja. Oh warte, ich hab doch den Rocket Launcher. Wieso habe ich den nicht benutzt? Oh mein Gott, sag doch was! Aber der hättest du da so nicht getroffen. Ach, hier ist die Mission, hier ist die Box. Wo? Rechts? Hier. Okay. Hey, rechts von uns. Bestimmt komplett leer gelootet, kriege ich wahrscheinlich auch keine Waffe mehr raus. Okay, ja. Letzte Zombie-Überreste. Scheiße, sehen tust du keinen mehr, wa? Nee. Ich höre die noch. Vor uns. Wo ist das mit dem Rocket Launcher? Oh, da ist der Gelbe, da ist der Gelbe. Ich sehe den nicht. Der steht mitten auf dem Feld. Oder ist das dann nicht der? Ah doch, der SUV. Jo, der hat auch Bremsen an. Achtung. Weg. Der fährt. Lol. Bam! Deine Druckwelle hat mich getötet. Ja, du darfst nicht vor mir stehen bleiben. Ich stand neben dir. Hast du ihn getroffen? Ich weiß nicht. Das Problem, ja, nein. Ne, der ist weggefahren. Ah, Junge, du standest neben mir. Ich stand neben dir. Die Druckwelle war so hart, dass ich weggeflogen bin. Ja, du darfst doch nicht neben dem Rocket Launcher stehen, Digga. Aber ich hab den nicht getroffen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab ein bisschen zu tief gezielt. Mann, ich muss seine Leiche liegen lassen, ich muss ihm hinterher. Ja, ist gar kein Problem, fahr los. Du darfst niemals so passiv, du bist nicht mal vom Auto weggegangen. Das ist klar, dass du stirbst, das ist nur eine Frage, wie du stirbst. Ob der dich tötet oder ob ich dich töte.
Ja, das ist ja klar, dabei. Ja. Fuck, das ist sogar deren Base hier. Das ist deren Base hier, Mann. Scheiße. Aber ich hab halt gedacht, wenn ich neben dir stehe, die Druckwelle kommt ja meistens von hinten. Ich will mir mozzen und dann komm ich. Okay. Ich verfolge die. Ich sehe beide. Ich bin direkt hinter denen. So weit werden die nicht davon kommen. Boah, ich bin ganz in der Nähe gespawnt. Ich weiß nicht, wie die bewaffnet sind. Scheiße. Vor denen hinterher. Ich krieg die Reifen von denen nicht kaputt. Die haben versucht, mich im Wald abzuhängen, haben die nicht geschafft. Wenn ich Glück habe, schaffe ich ein. Oje. Okay, einen Wagen habe ich disabled. Den Wagen habe ich disabled. Schießen. Ich hab die gefunden. Die sind bei mir an so einer Scheune, glaube ich. Ich schieße die ganze. Ja, aber ich glaube, ich hab die gefunden. Oh fuck, da liegen ja noch mehr von denen. Jetzt habe ich schon ein kleines Problem. Ich hab keine Munition mehr. Jetzt haben wir das Problem, dass ich genau deine Tasche brauche. Jetzt brauche ich Bänder. Aber Bänder ist nicht mehr da, Bänder. Ich hab ihn getötet. Wen? Ein so ein Typen in dem LKW. Bei mir oder wo? Nee, weiter weg. Der hat sich hinter so einer Scheune versteckt. Ich bin zufällig am Strand gespawnt. Jo Leute, hier seht ihr nämlich den Nachteil vom Rocket Launcher. Wir wollten mal den Rocket Launcher testen in der Situation. Das ist jetzt die erste, die sich bisher begeben hat. Wollten wir euch natürlich sofort zeigen, solange dieses X-Mess-Wochenende ist. Und ihr seht schon den Nachteil von dem Rocket Launcher. Ihr habt keine Tasche mit. Das heißt, ihr braucht Munition A für den Rocket Launcher. Dann nimmt jede Rakete sowieso 2 Plätze weg im Inventar. Und die DMR-Magazine nehmen auch noch Pro-Magazin 1 da. Das heißt, so viel hat man gar nicht, wenn man noch ein Morphin hat, ein Painkiller. Man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht noch ein Bloodpack, einmal essen, einmal trinken. Und dann habt ihr gar nicht so viele Schuss. Und an diesem Problem bin ich hier in die Falle geraten, sage ich mal. Ich habe keine Munition mehr. Die Munition war alles in Benders Tasche. Hätte ich sie doch vielleicht noch looten können, hätte ich damit riskiert, dass die Gegner uns entkommen wären. Aber machen wir erstmal hier weiter. Das ist halt gegenseitig. Die haben mein Auto disabled, ich habe deren Autos disabled.
Jetzt sind wir hier beide alle am Airfield. Jetzt kann ich hier hoffen, dass ich in der Feuerwehr eine Waffe. MSR-Magazin. Fuck. Und mit dem R. Ich will auch nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich lasse das alles zurück und laufe weg. Jo, die fahren weiter. Ach, so ein Bullshit, Mann. Ah, Junge, ich hab die zwei Städte lang verfolgt. Aber ich bin ja neu gespawnt und hier in der Umgebung sollen. Umgebung von 500 Metern soll ein Auto stehen. Vielleicht finde ich das ja. Ich hab einen Schuss, wenn ich schaffe, einem Headshot zu geben, dass der zweite wegläuft. Könnte ich es schaffen, eine Waffe zu stehlen. Es könnte aber auch sein, dass die geflohen sind. Soll ich riskieren, dass die geflohen sind? Was meinst du? Ich würde sagen, sehr schwierige Situation. Ein scheiß Magazin habe ich. Die wissen aber nicht, dass ich ein Magazin habe. Das ist das Gute. Stimmt. Und ich habe Night Vision. Ich glaube, die haben den Wagen hier gelassen. Ich muss es riskieren, aber ich will echt ungern, dass der Rocket Launcher weg ist, aber ich riskiere es. Ich muss das 2 gegen 1 riskieren. Die haben alles Motor angelassen. Ein Auto haben die repaired. Oh mein Gott, die haben sogar eine Granate für den Rocket Launcher, jetzt sollen die nochmal wiederkommen. Oh, die haben eine Rakete mitgehabt für den Rocket Launcher, das wäre gut. Die haben bestimmt vom Raketenwerfer Angst gehabt. Ja, das glaube ich auch. Oh, so viel ist noch gar nicht verloren. Oh mein Gott, das einzige, was im Truck war, war eine Munition für meine Waffe, für den Rocket Launcher. Solange ich den Rocket Launcher habe, werden die nicht gegen mich kämpfen, bezweifle ich. Das wäre eigentlich auch zu riskant für die. Wenn ich Glück habe, kann ich bei uns ein Wheel abbauen. Jawohl. Wheel wurde removed. Ich repair den großen Wagen und versuche den zu verkaufen. Das ist bestimmt einiges wert. Ja. Scheiße, hätte ich das beim ersten Mal gewusst, ne? Dann hätte ich das sofort machen können.
Mit dem Rocket Launcher. Kacke, ich hab's voll vergessen. Voll vergessen. Ei, das wäre so geil geworden. Das wäre so geil geworden. So, jetzt Repair Vehicle. Left Back. Ja, Left Back Wheel. Habe ich ihn kaputt gemacht. Ich habe mein Auto gefunden, was für mich gespawnt ist. Okay, wo bist du? Das habe ich leider nicht gesehen, aber... Okay, wir treffen uns, Liebesdorf Trader City. Ja. Du bist ein bisschen weiter westlich. Yo Leute, diese Woche hatte ich leider weniger Zeit, deswegen nur eine kurze Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Heute Abend gibt es ab 18 Uhr einen CSGO-Livestream und morgen ab 18 Uhr DayZ-Livestream. Das heißt also Samstag ab 18 Uhr. Wir werden dabei trinken, minimal, ne? Natürlich in Grenzen halten. Ich hoffe, ihr seid dabei, spielt mit uns, lacht mit uns. Bis nächste Woche. Bis morgen.